Ich komme gar nicht klar, woher kennst du meinen Namen erstmal? Dann ist mir aufgefallen, dass das eine Atze war, den ich damals, halt so wie ich jetzt rumrenne, als kleiner Athlet, habe ich ihn mitgenommen, mit zu mir, wir haben Kopf zusammen geraucht und der hat mir meine Toilette voll gekotzt. Ja, das verbindet euch, oder? Ja, und ich dachte mir nur so, na, wieder ein Hoch auf das Klischee, Alter. Meine Arzt machen sowas nicht. Ja, ein Student kotzt mein Klo voll. Er ist ja nicht mal ein Student, das ist ja die Höhe, Alter. Und das, no, ja, okay. Okay, aber ihr aber seid ja, aber ich bin ja so einer von den asozialen Hauptschülern. Ja, aber ich bin, wir Jungs, mit dir, ja. Kennt ihr Erich von Däniken? Ich habe angefangen, seine Bücher zu lesen. Und kenn ich nicht mal, weißt du das? Erich von Däniken, seid ihr gottesgläubige Menschen? Nein. Seid ihr religiös? Nein. Däniken schreibt davon, die Götter sind körperlich gewesen. Scheiß auf den allmächtigen Geist überall. Ja, passt mir in den Kram. Und das, wenn ich jetzt mit meiner, in Anführungszeichen, Ghetto-Sprache, Ghetto-Slang anfangen darüber zu reden. Oh, ich kann mit meinen Worten das eh nicht wiedergeben. Ich kann euch nur, wenn ihr jetzt keine Moslems oder keine Christen seid, kann ich euch allen nur empfehlen, fangt mal an, Erich von Däniken zu lesen und danach Jan van Helsing. Heil die Bundeslade! Und das merke ich mir bis morgen früh, wie die Typen. Ich dachte gerade, die Studentenleute könnten mehr davon verstehen. Ich als hängengebliebener Hauptschüler aus dem letzten Dreck. Kennst du den Erich von Däniken, Jan van Helsing, Illuminaten und so? Erich von Däniken. Bundeslade, sagt dir das was? Ja, natürlich. Muss man lesen, aber aufpassen. Ja, aber du ackerst hier? Ja. Ich darf mit rein, oder? Du darfst auch alleine rein. Nee, aber ich dachte, weil ich mein Kettchen draußen habe, weil ich ein kleiner Prolet bin, darf ich hier nicht mit euch Studenten chillen. So das ist ja nur unter Proleten hier. Na, da bin ich schon genau perfekt. Hast du schon mal reingeschaut, Alter? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Du brauchst eine dickere Kette. Ja, dicker, aber ich sag dir mal eins, weißt du, ich bin aufgewachsen im Kreuzberg hinten. An der Markthalle und guck dir mal die Heinecke-Halle heutzutage an. Weißt du, ich bin da aufgewachsen. Ich war da mit Mama zusammen trinken, da war ich 4 Jahre alt. Da hat Mama erstmal hier einen leckeren Tee, einen Mate-Tee bestellt, so nach dem Motto. Jetzt war ich mit meinen 23 Jahren heutzutage so mal Heinecke-Halle und denk mir, krieg einen Hass wie Skeletor. Ja, weil du da, erstens trinke ich kein Latte Macchiato. Und zweitens, wenn ich Latte Macchiato trinken würde, würde ich keine 6 Euro dafür zu bezahlen. Ja, irgendwas läuft schief. Auf jeden Fall. Na, darauf. Nee, guck mal, die Arzt mit dem Chill, er ist halt einfach mal anders drauf als ich. Und ich dachte, er stellt mich jetzt hier im Laden, wo ich überhaupt nicht willkommen bin. Also eine Scheiße. Ich lerne Frauen kennen, so, ich verstehe mich mit denen gut. Die fragen, woher kommst du? Ich sag, ja, ich wohne in Neukölln hinten. Und siehst du hier, ich frag auf mein Kettchen. Ich stehe auch dazu, dass ich gerne mal ein bisschen rumprolle. So. Meine Güte. Ich bin auch gerne ein kleiner Idiot, Acker/ ein kleiner Prolet, aber dazu stehe ich wenigstens so. Ich weiß nicht. Aber sofort wird es immer schlecht gemacht. Du bist doch nur so ein kleiner Kanackenjunge. Was wäre Berlin ohne seine Kanacken? Alter. Ohne seine Negers, die im Park Gras verkaufen? Was wäre Berlin ohne uns? Eben. Natürlich. Alter, Mann. Natürlich. Du machst dir aber auch Gedanken, ey. Mann, ich mache seit über 8 Jahren Musik. Besser als Gedanken. Ja, Gedanken und scheiß auf Gedanken. Weil das ist das Problem, wenn du am Buffen bist, gern mal einen kiffst. Als Kiffer denkst du zu viel nach. Das ist egal. Hör Rockmusik, hör Hip-Hop, hör Techno, hör was du willst. Wenn du Kiffer bist und zu viel nachdenkst, fuck das, du denkst zu viel nach. Das kenn ich ganz gut, ja. Das geht gar nicht klar. Oder? Ja, weiter. Er kam zum Zuhören. Nee, ich hab Erich von Däniken Illuminaten. Bin ich gut, ja. Ich wollte hören. Habt ihr nicht gelesen? Die kennen das alle nicht. Ich bin der Einzige. Und schau mich mal an. Ich komm noch hier an mit meiner Pikaidi hier. Mach einen auf Carlo Colucci-Player. Nee, aber guck mich mal an. Ich bin vom Klischee her der Letzte von den Leuten, die Ahnung haben, eigentlich denken würden, dass ich Bücher lese. Guck mal, ich trage eine Pikaidi-Hose, aber ich lese Bücher. Ganz schön der Name von der Hose lesen. Ja, siehst du? Weißt du, wie krass das für mich selbst war? Neulich, ich sitze in der S-Bahn und lese mir so das Buch von Däniken, fahre ich mir gerade rein. So, bin voll drin gefangen. Zurück zu dem Stern. Also, ja, okay. Aber Däniken, der ist voll auf UFO und ja, was heißt UFO? Das Ding ist, man, erst kein UFO-Techniker, gar nichts. Man, guck mal, lies mal den Mahabharata, lies mal den Koran, lies die Bibel. Und jedes Volk hat in ihre heiligen Bücher bestimmte Sachen, schrägstrich Fakten geschrieben, die mit jedem anderen Volk, oh, guck mal, du lebst hier, die leben da. Wir hätten damals, weil wir angeblich so primitiv gewesen sind, keine Möglichkeit gehabt, dieses Wissen weiterzugeben. Aber warum wird sonst im Koran, in der Bibel, in Mahabharata oder wie die Scheiße auch heißen soll,
immer von den gleichen Scheißdingern geschrieben, dass die Götter körperlich gewesen sind. Und so, guck mal, der Moslem heutzutage sagt, oh, mein allmächtiger Gott, mein allgeistiger, wegen dir darf ich ja nichts trinken. Das ist doch scheiße, verdammte. Fick die Darwin-Theorie. Weißt du, die Götter sind damals hier raufgekommen, die haben sich Affen genommen, den genetischen Code verändert und so sind wir entstanden. Und schau dir mal die biologische Technik heutzutage an. Es ist doch kein Problem mehr, den genetischen Code zu verändern. Die haben einer Maus oder einer verfickten Ratte ein menschliches Ohr auf den Rücken gepflanzt. Und dann kann man mir heute nochmal erzählen, dass das, was in der Bibel steht, was der Vatikan schon vor 200 Jahren gesagt hat, das stimmt so. Und das soll heute noch stimmen. Meiner Meinung nach musst du Geschichte jeden Tag neu schreiben. Lies dir mal das Buch Henoch durch, mit dem technischen Wissen von heute. Oder Hesekiels Flug. Der Flug von Hesekiel, wie Hesekiel damals eine Himmelsfahrt begonnen hat. Hesekiel ist einer aus der Bibel. Oder die sieben Erzengel, weißt du? Hier, die sieben Erzengel haben unsere Frauen vergewaltigt. Die sind wie die Russen im Zweiten Weltkrieg gewesen, Mann. Aber tut mir leid, ich bin ausgerastet. Nee, aber ich, ganz ehrlich. Das macht mich traurig wegen diesem Herzen. Nee, aber guck mal, ich sag mal, wie gesagt, ich bin jetzt 23 Jahre alt. Ich bin nicht religiös aufgewachsen. Jetzt nicht ändern. Nee, im letzten Jahr habe ich mich das erste Mal befasst mit diesen Büchern. Und es gibt mir einfach Kraft. Es gibt mir einen Punkt, wo ich denke, da ist was vielleicht. Wow, Dicker!